Teil 2 von Franz NZ Questions oder so, und das seht ihr jetzt. Life goes by, you got no time to rest. Herzlich willkommen, Freunde, zum zweiten Teil meiner kleinen Fragenbeantwortungsserie in der Spectre vs. Raw 2007 Ersatzwoche. Leute im Chat fragen mich immer noch Fragen und ich versuche zu beantworten innerhalb von 5 Minuten und da suchen wir mal ein paar Fragen aus und wir sind einfach mal gespannt. Und dann geht's hier los. WWE oder Lucha Underground? Ich würde einfach mal sagen, Lucha Underground, das Produkt gefällt mir oder hat mir im letzten Jahr eindeutig besser gefallen, wenn man von den Main-Roster-Shows ausgeht, ne? Welche Indie-Wrestler sollte zu NXT? Ich würde gerne Dalton Castle sehen. Ich würde gerne sehen, wie der in der WWE ankommen würde. So, wer sollte der nächste NXT-Champion werden? Wer ist denn noch ganz cool dabei? Ja, also Samoa Joe macht am meisten Sinn fast, ne? Wenn es nicht Kevin Owens wird. Oder da gab es ja eine Kontroverse mit Tapings und so. Müsst ihr euch mal reinziehen. Sollte Matt Sydal bzw. Evan Bourne zurückkommen? Ich finde die beiden Indies ganz gut aufgehoben. Ich glaube, von der Philosophie her passt er da besser rein. Wie fändest du das Tag Team Cesaro Orton und Cena? Was bist du geil? Ja! Welche Sitcoms schaust du? Aktuell schaue ich eigentlich fast gar nichts, aber immer wenn es, ja, ist das Sommerloch, fangen wir erst im September an. Ich so die Standarddinger hier, Two and a Half Men, Big Bang Theory, How I Met Your Mother ist vorbei, hatte ich geguckt. Melissa and Joey ist jetzt auch wieder vorbei, also die Staffel. Und war cool, genau. Sonst war es eigentlich fast schon, glaube ich. Aber ich hatte mir Full House komplett angeguckt. Alle hassen Chris, glaube ich. Das ist auch ein Disney-Sitcom, ne? Da lachen nicht so viele. What's Update? Aber ich glaube, im Englischen heißt die Serie irgendwie anders. Naja, weiter geht's. Meinung zu Dagi B? Nee, habe ich nicht. Franken, sind wir Lappen? Wir sind alle Lappen. Wie findest du die Wort Villain? Super! Kommt Kane zum ersten wieder irgendwann bestimmt. Was hoffst du von Axel Tischer? Hoffnung groß. Realistisch gesehen sehe ich da eher schwarz. Tut mir leid. Stromberg und Pastewka gucke ich beides nicht. Netzwerk gucke ich. Ist ja so ähnlich, ne? Netzwerk von Studio 71. Ist aber auch in der Staffelpause. Kennst du noch das sogenannte Real Life? Ne, nicht wirklich. Ich bin nicht so in dieser Materie bewandert. Real Life und so. Guckt euch doch mal meine Hautbräune an, ne? So. Bei Blake und Murphys Entrance kriegt man Augenkrebs. Dubstep. Ne? Was denkst du, wer wird das Valet von Wort Willens? Was haben die irgendwie angeteased bei NXT? Ich habe NXT auch nicht so oft so krass verfolgt, muss ich sagen. Ich gucke auch meistens bloß die Hälfte und dann mache ich auf Mute irgendwie, weil irgendwas anderes kommt. Weil danach, anderthalb Stunden später kommt, oder eine Stunde später kommt schon Mr. Robot. Ja, haben sie. Ne, habe ich nicht mitgekriegt, überhaupt nicht. Warte mal. Wie hieß sie? Das war doch bei, ich habe die Taping-Reports gelesen, ist egal. So. Könnte was aus dir und Martin Guerrero werden? Wie? Als Paar? Aber ich glaube, Martin wäre sehr offen dafür. Oh. Dein lieblingsdeutscher Promi, was heißt denn Promi? Was ist denn Promi? Gar keiner. Glaubst du, Tim Wiese besteht die Tryouts? Ne. Freust du dich auf Jushin Thunder Liger? Ja, wird interessant. Bin gespannt, wie die NXT Crowd den abfeiern wird. Wie findest du TNA? Meh. ja, alles cool mit den Kollegen. Hatte nie Probleme. Ich muss nicht unbedingt im Wrestling gehen. Denkst du, Martin schaffst irgendwann in die WWE? Weiß ich nicht. Könnt ihr selber fragen. Wann kommt das Let's Play Together mit Tobinator Let's Play? Der macht auch WWE 2K15 Videos. Leute, schreibt ihn doch mal alle an und sagt, er soll Let's Play Together mit mir machen. Wäre interessant. Ist SummerSlam live? Ja, wahrscheinlich, ne? Was ist dein Lieblingsmusiker / Band? Fettes Brot. So. Kennst du Eskimo Callboy? Nein, kenne ich nicht. Aber hört sich sehr schön an. ja, der Tobinator hat tatsächlich meinen Kanal abonniert. ob ich, wenn ich den Titel Tobinator Let's Play irgendwie in den Titel schreibe, ob er dann ein Video sieht. Interessant. Ska-Musik finde ich super. Ska-Musik finde ich super, ja. Hatte ich auch bei meinem Gamescom-Vlog verwendet, ne? So, ein paar Fragen haben wir noch über in der Zeit hier. Oh Gott. Auf hier. Wer gewinnt bei SummerSlam? Taker oder Lesnar? Taker, sag ich. Wie alt ist deine Mutter? Sagt, ich glaube, das geht zu weit.
meine Brüder, wie alt meine Brüder sind, hat beim ersten Franz Answered Questions beantwortet. Das ist halt kinnlos. Dein Lieblingsgetränk, Nettowasser. Wer wird den Royal Rumble gewinnen? Daniel Bryan? Wahrscheinlich nicht. Lieblingstheme von Curryman. Konnichiwa! Ach, schön. Wann habe ich Geburtstag? 11.07. Und die letzte Frage für heute. Wir warten mal kurz auf den Chat. Letztes Match kann ich nicht beantworten. Nein, auf AJ Styles. Schwarzer oder gelber Netto? Hä? Ich glaube, ja, viele kennen das gar nicht. Es gibt ja zwei Nettos, aber die im Norden kennen bloß den schwarzen Netto, den originalen Netto. Nicht das Ding, was früher Plus war. Das ist nicht das Netto-Wasser, das ist Quatsch. Das hat falsche Netto-Wasser. Das ist das Plus-Netto-Wasser, was der Plus war. Ich rede aber vom Netto mit dem Scotty, mit dem Hund. Ich rede vom schwarz-gelben Netto, nicht vom rot-gelben Netto. Den gibt es im Westen gar nicht. Und das Wasser, was ich trinke, ist von Mecklenburger Springquell. Das ist das gute Netto Wasser. Gut, das war's auch schon. Also ich bevorzuge den Netto mit dem Scotty. Oh, jetzt geht halt hier mit dem Feuerwerk los, ne? Achso, es ist 11 Uhr. Gut. Draußen ist Stadtfest und ich gehe nicht raus. Genau, das ist das Logo, was ich meine. Das ist der Scotty. Links, so heißt das Scotty. Na gut. Das war's. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit diesem Video. Soll ich mehr von diesen Videos machen? Schreibt es in die Kommentare. Nicht vergessen, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Apple auszuschalten. Sagen euer Franz. Auf Zack, bis nächstes Mal. Haut rein und tschüss.